Hey Leute, heute mal wieder ein Video vom E46 330i Clubsport Coupé. Und zwar ist mir aufgefallen, dass das Auto schon lange kein Video mehr hatte. Das letzte ist, glaube ich, knapp 6 Monate alt, als das Auto eingemottet wurde. Und ja, aus dem Grund sind wieder ein paar Sachen passiert. Gibt es heute auch wieder mal ein Video zu dem Auto. Ja, wie ihr sehen könnt, optisch nach wie vor eigentlich unverändert. Weil das Auto gefällt mir einfach so, wie es ist. Die M3-Spiegel passen sich hier wunderbar in diese Form ein. Ich würde die auch nie mehr missen wollen. Die Felgen passen super, sind eingetragen. Fahrwerk ist in Ordnung, so wie es jetzt gerade ist. Ja, ich hatte kurz überlegt, ob ich diesen Original BMW Performance N-Schalldämpfer einbaue. Der Klang soll ja wohl ein bisschen besser sein, aber der klingt schon sehr sportlich. Das hört er in dem Video, das ich auch zu der Beschleunigung 0 auf 100 gemacht habe, zu dem Auto. Deswegen 500 € hätte ich da gezahlt bei eBay Kleinanzeigen. Neu gibt es die Dinger ja nicht mehr. Und das war mir jetzt für so wenig im Endeffekt eigentlich zu viel, weil es eigentlich sinnlos ist. Ja, sonst gibt es optisch eigentlich gar nichts mehr, was man einem Auto machen kann. Das Auto ist auch nahezu, ja, perfekt, würde ich sagen. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten an dem Fahrzeug gemacht. Nochmal die Haube auf. Zack. Und zwar hat das Auto vor kurzem einen neuen Luftmassenmesser bekommen. Das ist eigentlich ein relativ heikles Thema beim E46. Betrifft eigentlich jeden Sechszylinderfahrer. Ich hatte auch mal einen 318i, wo es auch defekt war. Und zwar, wer es nicht kennt, das ist das Teil hier. Hier kommt die Fahrtluft reingeströmt. Und wird dann hier führt durch den Luftmassenmesser und das Ding geht mit der Zeit halt kaputt. Ja, also das ist nicht so, dass das so von 0 auf 100 oder von 100 auf 0 eher gesagt defekt ist das Teil und sondern es ist ein ganz schleichender Prozess. Das Auto verbraucht immer mehr und hat gleichzeitig immer weniger Leistung. Und das Teil habe ich mir bei eBay bestellt, soll keine Werbung sein. Ich habe da ganz normal Geld für bezahlt. Ich glaube, es waren 160 €. VDO sollte man nehmen. Oder Siemens, also einen von den hochwertigen Herstellern, was man so im Internet halt liest. Und daran habe ich mich auch gehalten. Der Originale ist ein Siemens. Der war halt nicht ganz kaputt, aber das Auto hat schon 1 Liter ungefähr mehr verbraucht als sonst mit meiner Fahrweise. Das Ding habe ich jetzt eingebaut für 150 € oder 160 €. Und jetzt ist es deutlich, deutlich frischer wieder vom Fahrverhalten. Luftfilter ist bei mir sowieso okay. Ich will keinen Performance-Luftfilter haben, weil wenn du einen Performance-Luftfilter hast oder so eine Carbon-Airbox, dann beschleunigt das halt das Sterben von dem Luftfilter. Ich bin jetzt auch nicht der Mega-Technik-Experte. Wahrscheinlich gibt es da einige von den Zuschauern, die sich besser damit auskennen. Ich halte es so, wie es ist, bin jetzt so damit zufrieden. Und ja, das Auto hat jetzt wieder gefühlt volle Leistung. Also die 230 PS hat er auf jeden Fall. Sonst würde er die 0 auf 100 nicht in 6,5 machen, weil 6,5 ist Werksangabe. Und die Sache ist, eigentlich dürfte er es nicht schaffen in dieser Zeit. Das liegt an den dicken Schlappen, die er hier drauf hat. Das Auto ist eigentlich nicht dafür gemacht. Also er geht eigentlich so ein bisschen Leistung verloren durch die großen Räder. Aber dass er es trotzdem schafft, zeigt mir, vielleicht wurde mal was dran gemacht am Kennfeld, vielleicht auch nicht. Ich will ihn nicht messen lassen, weil ich das dem SMG-Getriebe nicht zumuten will, diese Dauerbelastung oder diese Belastung bei einer Messung. Ja. So, sonst ist hier eigentlich alles in Ordnung. Hier wurde ja eigentlich alles schon gemacht. Dann machen wir das mal wieder zu hier. Alte Haube. So. Er kommt auf den Beifahrersitz. So. Dann hatte ich ja letztes Mal in einem meiner Videos erzählt, was ich alles für Pflegemittel benutze. Also schon ein Powerflex-Lager. Und zwar hatte ich gesagt, dass ich relativ viel Zeug von Swisswax benutze. Und das wollte ich heute mal zeigen. Ist auch keine Werbung. Also ich habe ganz normal richtig viel Geld dafür bezahlt, so wie jeder andere auch. Ich glaube, der Inhalt dieser Tasche hier 400 €, wenn es reicht. Ja, und da habe ich halt bestimmte Sachen drin, weil ich auch immer wieder gefragt werde, was benutzt du denn für deine Lederpflege? Ja, oder allgemein für die Autopflege. Also das ist einmal der Wachs, den ich benutze für die Lackierung von außen. Das ist der günstigste Wachs. Ich glaube, der kostet 90 € oder 80 € von Swisswax Onyx. Bin ganz zufrieden damit. Es gibt auch teure. Es gibt auch welche mit 200 bis 400 €. Ich würde nicht noch mehr dafür ausgeben wollen.
Das Auto ist jetzt seit 1,5 Monaten gewachst. Ich denke, es kann sich nach wie vor sehen lassen. Ich fahre auch seltener jetzt nur noch durch die Waschanlage. Das Auto wird auch leichter, sage ich mal, vom Schmutz befreit. Man merkt auch, dass die Oberfläche vom Lack glatter ist. Ich bin jetzt auch nicht der große Pflegeexperte. Dafür gibt es andere Channels. Bin aber damit zufrieden, ja. Kostet natürlich auch einen Haufen Geld, das Wisswerkzeug. Was habe ich hier noch drin? Ja, Ledermilch. Das gehört zu dem Pflegeset, womit ich immer das ganze Leder halt pflege. Wurde ich ja gefragt bei dem 530D, wie mache ich das eigentlich? Das ist auch recht teuer. Ich glaube, es kostet 60 €. Das ist, um die Gummis hier in Schuss zu halten. Habe ich bei einem meinen Autos gemacht. Aber ja, bringt sehr viel. Ich bin echt überzeugt von diesem Zeug. Das hat auch sehr gute Bewertungen im Internet. Ist natürlich auch recht teuer, muss man wissen. Will man das ausgeben? Ja, ich habe es einfach mal gemacht. Dann hier ist noch so ein Applikator-Pad. Und sonst ist eigentlich hier, das ist der Leder-Cleaner. Den sprüht man aufs Leder rauf. Dann bürstet man den hier mit so einer Bürste ab, wischt es ab und am Ende macht man halt diese Milch drauf und am Ende kann man hier auch noch so ein Lederfett drauf machen. Das benutze ich aber relativ wenig, weil das Leder da so ein bisschen speckigen Glanz von kriegt. Das will man eigentlich immer vermeiden. Und dieses Glaze hier, das ist so eine Versiegelung. Das mache ich immer rauf, nachdem ich das Leder komplett gefärbt habe. Und das ist eigentlich eine richtig gute Kombination. Ich denke, die ganzen Autoleder bei mir im Fahrzeug, die können sich durchaus sehen lassen. Ja. Und ja, was ich jetzt nicht dabei habe, weil es jetzt nicht mehr auffindbar ist zurzeit bei mir, ist der Felgenwachs Autobahn, die ich ja auf den Felgen aufgebracht habe. Die Felgen, muss ich ja sagen, seitdem ich das drauf habe, gehen die schon etwas besser sauber. Also der Dreck haftet nicht mehr so gut. Aber man sollte jetzt kein Wunder erwarten. Nur weil ich jetzt mit einem Kärcher drüber gehe, wenn ich jetzt 3 Wochen nicht gewaschen habe, ist es jetzt nicht so, dass es alles abfällt. Also es bringt sicherlich was, aber es sind keine Wunder, ja. Ich würde es immer wieder machen bei so einem Fahrzeug mit der ganzen Wachsgeschichte und ja, mit den ganzen Pflegemitteln. Früher habe ich es zum Beispiel gar nicht gemacht. Das habe ich jetzt auch so seit einem Jahr erst. Ja, im Auto selbst jetzt angekommen, wollte ich euch gerne mal zeigen, worin sich das äußert, dass der Luftmassenmesser langsam die Grätsche macht. Und zwar geht ihr einfach auf Bordcomputer. Das könnt ihr natürlich auch in eurem Display hier ablesen, wer nicht so einen Navi-Prof hat. Und ihr resettet einfach den Verbrauch. Das ist mein heutiger Verbrauch und einmal der Langstreckenverbrauch. Also ich verbrauche konstant 9,5 Liter mit dem Auto auf lange und kurze Sicht gesehen. Ich habe halt zuletzt 10,5 verbraucht. Das hat 1 Liter drüber gewesen und seitdem ich den neuen Luftmassenmesser drin habe, ist es halt um 1 Liter gesunken und das sind also diese typischen Symptome, die sich da immer wieder äußern. Außerdem habe ich in dem Fahrzeug, das hat ja ein Intraw-System, also wenn ich hier jetzt, muss ich das mal anmachen, und wenn ich jetzt hier auf Mode gehe, habe ich einen zusätzlichen Intraw-Rechner, der ja das NaviProf nochmal erweitert, einen MP3-fähigen CD-Wechsler installiert. Also nicht der standardmäßige, der nur Audio-CDs macht von BMW, sondern auch MP3-CDs. Ja, so sieht dieses Intraw-Menü hier aus. Es ist eigentlich auf iPod ausgerichtet, aber ich habe ja kein iPod und habe das derzeit abgesteckt. Es gibt da auch die Möglichkeit mit einem Switch, dass man iPod-MP3-Musik und CD-MP3-Musik gleichzeitig betreiben kann, aber so ein Switch ist halt nicht mehr zu bekommen heutzutage. Und deswegen habe ich mich hier für die Audio-CD-Wechsellösung entschieden. Jetzt piept er, weil ich keinen Gang eingelegt habe und neutral bin. Das SMG will nämlich immer, dass man Gang einlegt, wenn man das Auto abstellt. Das ist ein bisschen ätzend, aber das ist halt aus Sicherheitsgründen scheinbar dort so oder was. Ja, und zwar sieht man das hier hinten ganz gut. Ich habe einen MP3-Player von Allpine eingebaut, den hier oben. Und ist halt ein Sechsfachwechsler, MP3-fähig. Und das ist ja bei den E46 immer ein Krampf, einen MP3-Player reinzukriegen, einen CD-Wechsler reinzukriegen, der auch MP3-fähig ist. So habe ich es jetzt und kann mich freuen. Das Ding hat 60 € gekostet. Intraw-Schnittstellen kosten ungefähr 200, 250 €. Da hat man die Schnittstelle, also bei eBay Kleinanzeigen gibt es nur noch gebraucht, weil der Typ, der die mal gebaut hat, das war nun eine Ein-Mann-Firma oder Zwei-Mann-Firma, der ist vor ein paar Jahren gestorben. Das war ein Engländer, findet man alles im Internet. Deswegen gibt es die Dinger nur noch begrenzt.
Ich habe auch noch einen weiteren rumzuliegen. Keine Ahnung, ob ich den noch verbaue. Es ist ganz gut, aber man kann auch ohne das leben. Es gibt auch andere Möglichkeiten, MP3-Musik reinzukriegen, dass auch Harman Kardon oder DSP-System kompatibel ist. Ja, aber so wie es ist, ist es rund. Damit bin ich glücklich. Ja, das Leder habe ich gestern nochmal hier mit dieser Swiss Wax Ledermilch hier eingeschmiert, sage ich mal, damit das geschmeidig bleibt. Weil das Problem ist einfach bei diesem Wallknapperleder, dass wenn hier irgendwann Risse entstehen, so also wie hier, das schon so ein ganz bisschen bei irgendeinem Vorbesitzer hier schon entstanden ist, dann kann man es halt nicht mehr so richtig retten. Das liegt ja daran, weil man hier hinten halt so schwitzt und dann wird es halt rissig auch durch den Schweiß und was, wenn das halt nicht gepflegt wird, dann reißt es halt und das ist Mist, das will ich halt vermeiden. Dann ist hier ebenfalls neu eine Mittelarmlehne aus Wallknapper hereingekommen. Und zwar ist das ein Neuteil von BMW. Ich habe das günstig gekriegt für 50 Euro. Also es ist mit Wallknapper bezogen, nicht mit diesem Hochglanzleder Montana. Das Ding habe ich bei eBay Kleinanzeigen verkauft. Und ich habe es für 50 Euro gekriegt bei BMW. Wenn man zum Händler geht, kostet der Spaß, ich glaube, 450 Euro, ja, für diese Mittelarmlehne. Wahnsinn. So, dann ist die Innenausstattung jetzt komplett in Wallknapper. Ohne dass hier nochmal irgendwelche fremden Leder drin sind. Da bin ich glücklich, weil das Lenkrad ist ja auch mit Wallknapper bezogen worden, schon letztes Jahr. Und ich denke, das kann sich so sehen lassen. Dann wollte ich euch noch etwas zeigen. Und zwar habe ich mir die Service-Historie zu meinem Auto, zu dem Clubsport, ausdrucken lassen. Das ist einmal möglich über die Händler. Die stellen sich da allerdings immer ein bisschen quer. Ich habe das über einen Bezahldienst gemacht, übers Internet. Hat 10 Euro gekostet, das machen zu lassen. Und das würde ich jedem empfehlen, der so ein bisschen autoverrückt ist. Man sieht hier die ganze Ausstattung vom Auto sowieso. Das war mir ja sowieso schon vorher bekannt. Man sieht halt, ob diese Beifahreraktionen gemacht wurden. Was halt vom ersten Tage an bei BMW in der Vertragswerkstatt gemacht wurde. Ich fange mal ganz hinten an. Das ist das Erste, was hier gemacht wurde am Auto. Und zwar beim Kilometerstand im Jahre 2003, 1846. Ja, der erste Besitzer hatte richtig Spaß mit dem Fahrzeug. Und zwar wurde hier mehrfach ja nachgebessert. Es wurde das SMG-Steuergerät ersetzt und wieder neu kodiert. Zweimal wurde das gemacht, also bei 2000 Kilometer schon wieder. Dann bei 5700 Kilometer wieder SMG-Steuergerät ersetzt. Also der hatte richtig Spaß damit. Mal so ein bisschen durchgehen, was hier, also man kann hier alles sehen. Hat halt 10 Euro gekostet. Wenn ihr bei Motortalk reingeht, auf das E46 Forum gibt es ein Thema, das befasst sich halt mit dieser Auslesegeschichte, weil ich will jetzt nicht hier Werbung machen für diese Online-Seite. Ich habe 10 Euro dafür bezahlt, weil ich mich nicht mit einem Händler rumschlagen wollte. Manche drucken es aus, manche machen es nicht. Ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert, mal zu wissen, was in dem Autoleben überhaupt gemacht wurde. Ja, und das geht halt bis zuletzt, soweit euer Auto mal bei BMW reinrollt, wird es hier eingetragen. Und zuletzt wurde halt der Airbag, das sieht man hier, getauscht vom Fahrer. Das hat noch der Vorbesitzer, den ich kenne, gemacht. Und das war jetzt erst zuletzt am 9.5., also vor ein paar Tagen erst, war das Auto bei BMW Berlin und hat so eine Art SMG-Revision bekommen. Also das ganze Öl im Hydraulikspeicher wurde nachgefüllt oder wurde gespült. Da steht es auch. Hydrauliköl. Weil das Problem ist bei dem SMG, das verharzt nach einiger Zeit und dadurch gibt es halt oft diese SMG-Probleme. Und das wollte ich hier einfach vermeiden. Also sämtliche Flüssigkeiten beim SMG wurden jetzt hier getauscht. Alles funktioniert wunderbar. Also ich kann euch das nur empfehlen, das machen zu lassen, wenn ihr ein SMG-Getriebe habt. Sonst gibt es halt immer diese Riesenkrämpfe damit. Ja, eine Sache, mit der ich mich derzeit noch ein bisschen rumschlage oder trage, ein Gedanken ist, bekommt dieses Auto einen G-Power-Kompressor? Ja oder nein? Das ist die große Frage. Ja, wie würdest du dich wohl machen, wenn hier noch so ein Kompressörchen drin wäre? Es gibt ja ein richtig gutes Einbauvideo von Autotutorial derzeit. Auf YouTube. Ich würde es nicht selber machen. Ich sag mal, der ganze Spaß würde so ungefähr 4000 Euro kosten. Das Auto hätte dann 306 PS am Ende.
3000 kostet Kompressoreinheit, wenn dann hier der Kompressor, der dann hier sitzt, noch lackiert ist, in Orange wie G-Power Orange. Also sollte von G-Power sein, sind glaube ich die einzigen, die es derzeit anbieten. Kostet nochmal, glaube ich, 200, 300 € extra. Also am Ende mit Einbau und Software raufmachen kommt man ungefähr auf 4000 €, denke ich. Ist halt die Frage, das Auto auftunen und hier einen Kompressor einbauen oder ja, das Auto behalten, den 540i verkaufen und ein 335i dafür kaufen. Der hat ja auch 306 PS. Ich denke, das ist so die bessere Entscheidung. So ein 335i, weil das ist dann ein rundes Paket. Die gibt es auch schon für 17.000 € als E92 Facelift. Muss ich mir mal angucken. Also der 540i kommt definitiv weg. Weiß aber noch nicht mit dem Preis. Da gibt es auch noch mal ein extra Verkaufsvideo für, das ich da in Planung habe, wo ich noch mal genau alles aufzähle und zeige, was hat das Auto, alle vier Schlüssel sind da, wie viele Vorbesitzer, alle Briefe da. Also werde ich noch mal darauf eingehen. Ja, schreibt bitte, was ihr darüber denkt. G-Power Kompressor für dieses Kfz, ja oder nein? Ich tendiere derzeit in die Richtung, dass mir 4000 € wirklich zu viel sind. Ich denke, die Charakteristik von dem ganzen Auto wird sich dann so verändern in eine Richtung, die ich vielleicht persönlich nicht so mag. Das ist meine persönliche Meinung. G-Power ist ein mega guter Tuner, denke ich. Ich finde zum Beispiel dieses Kompressor-Kit für den M3 V8 richtig gut. Auch wenn es, glaube ich, 10 oder 8000 € kostet. Aber das ist außerhalb meiner Range, sage ich mal, finanziell. Da habe ich lieber mehrere ältere Autos, die nicht so viel kosten. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Kleiner Überblick über den E46 330i. Das Auto ist ja demnächst mängelfrei. Es sind noch mal ganz kleine Kleinigkeiten. Genau, was habe ich noch? Ich habe vergessen, das Schiebedach habe ich noch repariert. Und zwar vor 2 Tagen erst. Und zwar hat er dieses Symptom gehabt, dass ich kann das ja mal zeigen, wenn das jetzt zugeht. Also das funktioniert wunderbar, das Schiebedach. Aber das ist diese Pappe hier, das zähle ich jetzt wieder zu. Die Gleiter. Hier drüben sind Gleiter. Die sind aus Plastik. Die waren weg und kaputt und alles. Die habe ich ersetzt. Und hier sind nochmal 2 Gleiter, die habe ich auch ersetzt, dass man diesen Dachhimmel halt hier wieder bewegen kann und dass das nicht immer rumwappert, weil das hat auf halb 8 gehangen. Und wenn man gebremst hat, ist das ganze Ding nach vorne gekommen. Das war ja nicht so toll. Ja. Das soll es eigentlich dazu jetzt gewesen sein. Jetzt fällt mir nichts mehr ein zu dem Auto. Ich denke, war auch eine Menge Holz. Ja. Und dann bis zum nächsten Video.